Der Sprung ist nicht ganz unwichtig für den Gesamtblick. Gregor Schlierenzauer führt. Morgenstern würde sich gern vor ihm behaupten. 92 Meter müsste eigentlich machbar sein. Aber nein. Also die Konteradmirale der Österreicher Schlierenzauer und Morgenstern haben heute nicht ihren besten Tag. Kommen auf dieser Schanze nicht recht zurecht. Denn auch hier, wenn ich mich auf die Windmesser verlasse, ist das so tragisch im Prinzip nicht.